Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück im Bahati Park, in dem wir einen Flamingo zu wenig haben. Warum? Das werdet ihr gleich sehen. Schaut doch mal runter auf die Flamingo-Anlage, wenn wir jetzt gerade mal drüber fliegen. Und seht euch das an, wie die Flamingos hier alle schön im Kreis stehen und ihr Futter fressen. Ja, da fehlt mindestens ein Flamingo, damit der Kreis komplett ist. Habe ich so tatsächlich auch noch nie gesehen, aber fand ich richtig cool. Ja, genau, wir sind zurück im Bahati Park in dem Gemeinschaftsprojekt von Skilla und mir, wo wir einen afrikanischen Zoo bauen. Letzte Woche war Skilla wieder an der Reihe und wir fliegen, laufen, schweben jetzt dorthin, wo er letzte Woche gebaut hat. Die Tiere sind heute relativ aktiv. Schwimmender Elefant, springender Löwe. Ja, hier sind wir auch schon am Ende unseres Parks angelangt, wo wir hier jetzt eine wunderbare kleine Anlage für die Erdmännchen haben. Die ist wirklich wunderbar gelungen, gerade dieser runde Bau, das Haus für die Tiere gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ist wirklich wieder ganz toll geworden und hier eben diese nette kleine Anlage für die Erdmännchen, die wir jetzt kurz noch besuchen, bevor es dann weitergeht heute. Ja, wie wird es heute weitergehen? Ihr habt es im Thumbnail ja eh schon gesehen. Heute wird eine Anlage für die größten Tiere im Park entstehen. Höhenmäßig die größten Tiere. Sonst könnte man vielleicht, drüber nachdenken, ob nicht die Elefanten die größten Tiere wären. Nein, von der Höhe her sind es definitiv die Giraffen. Und die bekommen heute ein Zuhause im Bahati Park. Nicht nur die Giraffen, sondern die Giraffen werden Gesellschaft bekommen auf ihrer Anlage. Wir werden eine kleine Savannenanlage bauen für Netzgiraffen, Streifenklus und Thomson-Gazellen. Ich hoffe, die Thomson-Gazellen haben wir noch irgendwo im Park, aber ich kann mich nicht dran erinnern. Nee, weil für die Nashörner habe ich die Nialas reingesetzt und ansonsten glaube ich, Skilla hatte bei den Dromedaren die Dama-Gazellen, glaube ich, drin. Also von daher müsste alles passen. Zunächst ein kleines unspektakuläres Giraffenhaus, sage ich jetzt einfach mal. Hier habe ich mal wieder von meinem Rotationsmechanismus Gebrauch gemacht, wieder in verschiedenen Ebenen rotiert. Das heißt, zunächst die Außenwand gebastelt. Hier eben aus den Steinwänden, aus Kalk, aus meinen Lieblingsholzbalken, aus dem Dämmerungs-DLC und aus diesen afrikanischen runden Holzbalken. Die mag ich inzwischen wirklich total gern, weil die einfach eine schöne Struktur haben, weil sie nicht so extrem gerade sind, sondern so ein bisschen gebogen und da sieht das ganz gut aus. Damit habe ich das Glas dann auch verkleidet, sodass wir halt nicht so dieses extrem helle im Innenbereich des Gebäudes haben, sondern so ein bisschen gedämpftes Licht. Dafür eignet sich das ganz gut, wenn man das mit Holzbalken dann so ein bisschen verkleidet. Dann die Außenwand erstmal rotieren, also nicht so wie bei den vielen anderen Domes, die ihr gewöhnt seid aus 100.000 verschiedenen Speedbuilds, wo das Dach dann gleich schon mit dabei ist und so weiter, sondern wirklich nur die Außenwand erstmal und dann arbeiten wir uns Stück für Stück voran mit der Dachkonstruktion. Ich weiß nicht, ob ich es hier in dieser Serie schon mal erwähnt habe, aber wenn man das eben so macht, dass man einzelne Etappen immer rotiert, dann bekommt man wesentlich schönere und ebenere Kanten zustande, als wenn man wirklich komplett die Außenwand und das Dach zusammen dann rotiert. Erstens haut es dann meistens mit dem Winkel nicht wirklich hin, sodass komische Formen dabei rauskommen. Und zweitens hat man dann eben das Problem, dass die Wandteile nicht so wirklich gut zueinander passen dann teilweise, dass es hässliche Überschneidungen gibt und so weiter. Und deshalb, wenn man es kleinteiliger macht, beziehungsweise so nach und nach die Sachen rotiert, dann geht das wesentlich einfacher. Und es braucht auch nicht mehr Zeit, als wenn ihr es im Endeffekt in einer Etappe macht. So, das hier wird unsere Überdachung, an der ich am Ende noch ein bisschen arbeiten muss, denn wir arbeiten mit Giraffen und immer wenn man denkt, das Gebäude ist hoch genug bei Giraffen,
dann muss man mindestens noch einen Meter oben drauf legen. Oder zwei. Oder drei. Ja. Genau, hier oben drauf habe ich dann nochmal Glasscheiben gesetzt, damit wir noch ein bisschen Licht dann ins Gebäude reinbekommen. In diesem Fall wäre es egal, weil dieses Giraffenhaus bzw. dieser Tierunterstand nicht begehbar wird für unsere Besucher. Ich habe diesmal auch keinen wirklichen Backstage-Bereich gebaut, sondern wollte einfach nur optisch ein schönes Haus für die Tiere haben und einen praktischen Unterstand eben, wo sie sich dann zurückziehen können, wenn sie das möchten. Jetzt kommt die letzte Etappe, das eigentliche Dach. Hier habe ich dann diese Grasdachverkleidung benutzt, die wir im Conservation DLC bekommen haben, im Arterhaltungs DLC, glaube ich, war der Name. Ungewohnt, wenn ein DLC-Name tatsächlich Sinn ergibt. Die deutsche Übersetzung davon, müssen wir dazu sagen. Ja. Grasdach ist fertig. Wir haben ein Loch oben drin, ein kreisrundes, und dieses Loch muss natürlich geschlossen werden. Jetzt habe ich nach dem richtigen Wort gesucht. Der große Cupcake hätte wahnsinnig gut reingepasst. Ich dachte, das ist aber ein bisschen unpassend. Stattdessen habe ich einfach eine Glocke in das Loch gesteckt. Und ich finde, das sieht optisch gar nicht mal so schlecht aus. Und man könnte das ganze Gebäude jetzt an die Schnur hängen und an den Christbaum dran machen. Ja. Okay. So. Ich habe wieder einen Großteil von diesem Blechdach dann abgerissen. Weil ich wollte nicht, dass das Ganze aussieht wie ein Hut. Ich wollte letztendlich einfach nur so ein kleines Vordach haben, wo die Tiere sich dann auch unterstellen könnten, wenn es regnet, was hier in dem Fall relativ unwahrscheinlich ist, in diesem Wüstenzoo. Also das passiert vielleicht ein- oder zweimal im Jahr, wenn überhaupt. Dennoch wollte ich so einen kleinen Schattenunterstand letztendlich für die Tiere haben, wo sie sich, wie gesagt, zurückziehen können, ohne dass sie direkt ins Haus gehen müssen dann dafür. Deswegen eben an anderer Stelle bzw. Großteil des Dachs dann weggelöscht. Das Gebäude ist so ein kleines bisschen angelehnt an das Giraffenhaus, das ich auch im Brooksburg Zoo gebaut habe. Dort könnt ihr euch das Ganze auch nochmal anschauen. Dort ist irgendwie, sagen wir mal, die High-End-Version davon. Und das hier ist jetzt so der kleine Bruder. Mit so einem kleinen Außengehege dann auch dran, wo ich jetzt gleich die Umzäunung dann noch dafür baue. Auch wieder extrem simpel gehalten. Alles, was schon da ist, im Endeffekt hier diese Umrandung einfach kopiert, runtergezogen, dann nochmal auf einer anderen Höhe wieder hochgehoben, damit wir hier dann letztendlich so circa 4 Meter hoch den Maschendrahtzaun noch einbringen können. So dass wir, wie gesagt, dann so eine Art Vorgehege haben für die Giraffen. Wenn auch sehr klein, aber wo man die Tiere rein theoretisch absperren könnte dann dementsprechend, wenn man die Anlage reinigen muss oder das Haus und die Tiere nicht auf die Anlage können. Oder aber auch, wenn man das männliche Tier mal kurzzeitig von der Gruppe trennen muss, dass es trotzdem halt raus kann, aber jetzt nicht zu den anderen Tieren auf die Anlage. Oder Mutter mit Jungtier oder wie auch immer. Genau. So, Maschendraht noch rundherum ziehen. Und was haben wir wieder vergessen? Eigentlich ist das schon fast mehr Tradition, als wenn ich dran denke, dass ich zu einem verspäteten Zeitpunkt dann zu euch immer sage, ihr wisst ganz genau, wofür jetzt der richtige Zeitpunkt ist oder der beste Zeitpunkt, sage ich immer. Genau. Um einen Like für dieses Video dazulassen und um meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr auch zukünftig neue Videos auf meinem Kanal nicht verpasst. Aktuell auf meinem Kanal gibt es die Serie Bahati Park hier eben. Wir haben dann noch ganz, ganz neu Kai Pasha, mein Südamerika DLC Park, wo ich einen kleinen Park baue, nur mit den Bauteilen aus dem Hauptgame und aus dem Südamerika-DLC und ein Zuhause für all die Tiere aus dem Südamerika-Pack baue. All die Tiere.
Nein, keine Discounter-Tiere, sondern all die Tiere, die in dem Südamerika-Pack sind. Genau, heute habe ich irgendwie einen Clown gefrühstückt. Okay, genau. Kai Pascha, dann montags immer aktuell meine Serie Serenity Springs, wo wir immer noch eine Farm bauen für all die Tiere aus dem Barnyard Animal Pack oder, wie es in Deutsch so schön heißt, das Scheunenhof-Tierpaket. Schaut da auch gerne mal rein. Und wie gesagt, jeden zweiten Freitag dann dementsprechend Bahati Park. Jetzt im Juni dann, oder sagen wir im Juli wird es wahrscheinlich dann losgehen, gibt es dann auch wieder jede Menge Zootouren. So ist es. Genau. Die gibt es ab voraussichtlich Juli dann wieder. Ein Update aus der Wilhelma Stuttgart, den Opel Zoo in Kronberg bei Frankfurt und jede Menge Zoos aus den Niederlanden, wo ihr dann wieder ganz viel Inspiration sammeln könnt für eure eigenen Zoo-Projekte hier in Planet Zoo und dabei auch noch ein bisschen was über die Tiere lernen könnt. So. Weil ich dachte, so ein einfaches Giraffenhaus und einfach eine simple Anlage dazu ist ein bisschen zu langweilig und ich möchte euch ein kleines bisschen mehr bieten als das, habe ich mir dann hier natürlich wieder was einfallen lassen und zwar eine erhöhte Aussichtsplattform, die man rein theoretisch auch dazu nutzen könnte, um für die Besucher hier eine Tierfütterung anbieten zu können. Gibt es in ganz vielen amerikanischen Zoos, ich glaube in dem ein oder anderen deutschen Zoo inzwischen auch, wobei es in Deutschland nicht so sehr verbreitet ist, diese Animal Encounters, ich glaube ich habe schon mal davon gesprochen. In den USA ist es eigentlich gang und gäbe. Wo man eine Giraffenanlage findet, ist meistens auch ein Animal Encounter, wo man dann eben auf so eine erhöhte Plattform gehen kann. Dann ist meistens noch ein Tierpfleger dabei oder irgendeine Aufsichtsposition, Person. Da kann man dann für $5 oder so ein paar Salatblätter oder irgendwas ähnliches kaufen und dann damit die Giraffen füttern und ein paar nette Erinnerungsfotos machen. Gibt es auch für unterschiedliche Tierarten. Also was ich schon gesehen habe, in den USA gibt es unter anderem eben für die Giraffen und ganz beliebt auch für Nashörner, für Panzernashörner. Da wird es auch oft gemacht, dass man dort auch eben so ein bisschen Gemüse, Obst und so weiter kaufen kann und dann eben die Panzernashörner dementsprechend füttern kann und teilweise sogar auch mal kurz drüber streicheln kann. Übers Fell wollte ich schon sagen, aber Fell gibt es bei den Nashörnern nicht so wirklich. Habe ich tatsächlich auch schon gemacht, als ich im San Diego Wild Animal Park in, Überraschung, San Diego war. Dort kann man so eine Safari-Truck-Tour machen. Die kostet ein bisschen was. Dafür kommt man sehr, sehr nah an die Tiere ran. Man hat eine Begleitung dabei, so einen Safari-Guide, der dann alles Mögliche zu den Tieren eben erklärt. Und dann macht man verschiedene Stops eben in den riesengroßen Gehegen. Die sind wirklich riesengroß. Dann kommen so ein paar Giraffen, die darf man dann füttern oder eben auch die Panzernashörner. Und ja, coole Sache und netter kleiner Zuverdienst im Endeffekt bei den Zoos, weil die Leute lassen sich sowas natürlich auch was kosten. Erinnerungen ist immer das beste Geschäft, das man im Endeffekt machen kann oder das Beste, womit man Geld verdienen kann. Und da eignen sich solche Animal Encounters natürlich wahnsinnig gut. Gut, jetzt bin ich aber extrem abgeschweift. Ihr seht hier, unser Animal Encounter ist so gut wie fertig. Wir haben hier diese erhöhte Plattform, eben die ins Gehege hineinragt. Hoch genug, dass man eben an die Giraffen rankommt, aber keine Gefahr besteht, dass man irgendwie mit den Gnus, die dann auch im Gehege sein werden, oder mit den Thompson-Gazellen, sich in die Quere kommt und da dann ein Verletzungsrisiko hätte. Das Verletzungsrisiko durch die Giraffen ist schon groß genug. Genau.
Ja, dieser Animal Encounter eben, nach dem Animal Encounter, nach dieser erhöhten Plattform geht's dann darum, dass wir unser Gehege schön machen und auch das Außenrum. Was mir hier an diesem Gehege am besten gefällt, und das werdet ihr ganz am Ende dann beim Überflug sehen, das ist die Perspektive auf dieses Gehege. Wir haben ja, wie man hier jetzt auch an dem Schild auch sehen kann, direkt dahinter die Pinguinanlage. Und das Tolle ist, wenn man von der Seite von der Pinguinanlage, wo man die Unterwassereinsicht hat, hier Richtung Savanne guckt, das sieht einfach toll aus. Du hast vorne das Wasserbecken der Pinguine, dahinter hast du diesen Strandlandteil und dann siehst du im Hintergrund die Giraffen dort vorbeilaufen. Das sieht richtig, richtig schön aus. Wie gesagt, ihr werdet es am Ende dann selbst auch noch sehen. Gibt mir so ein bisschen Hagenbeck-Vibes, weil in Hagenbeck ist es ja auch so, Karl Hagenbeck hat ja sehr viel mit diesen Panoramen gearbeitet. Das berühmteste dort ist, eins der berühmtesten, ist das Afrika-Panorama, wo man eben vorne die Anlage der Flamingos hat und dann sieht man dahinter dann, ich glaube dahinter sind es die Zebras. Und dahinter dann die Löwen und dann hat man die Gebirgstieranlagen, wo eben die, früher waren es Mähnenspringer, die ja wirklich auch da dazu passen zu diesem Afrika-Panorama. Inzwischen, glaube ich, sind es Tare oder irgendwie so. Oder auch das Eismeer-Panorama, wo Karl Hagenbeck eben auch schon damals, bevor das Eismeer umgebaut worden ist, mit diesen Perspektiven gearbeitet hat, sodass man vorne das große Becken hat, wo die Robben eben drin sind oder die Walrosse dementsprechend und dann direkt dahinter, sodass man die Barrieren nicht wirklich sehen kann, die Eisbären. Also was das angeht, ist Hagenbeck wirklich grandios. Solche Anlagen mit, würde ich es Forest Perspective nennen? Nee, kann man es eigentlich gar nicht nennen, aber eben diese Panorama-Anlagen. Wirklich, wirklich wunderbar und es gibt nur wenige Zoos, wenn überhaupt, die das so gut drauf haben, wie Hagenbeck das drauf hat. Ja, wie sind wir da drauf jetzt gekommen? Genau, der Blick von der Pinguinanlage hin zur Giraffensavanne. Ich habe versucht, nicht zu viele Felsen hier in das Gehege einzubringen, weil das natürlich immer so ein kleines bisschen schwierig ist, gerade bei Huftieren, viele Felsen. Huftiere sind Fluchttiere, Verletzungsgefahr. Wenn ein Huftier sich ein Bein bricht, dann ist es kein Spaß, dann führt das meistens dazu, dass das Tier dann eingeschläfert werden muss, weil es eben extrem schwierig ist, so einen Bruch dann auch wieder zu heilen. Man kann einem Huftier keine Bettruhe verordnen oder ganz einfach mal irgendwie einen Gips anlegen oder was auch immer. So ein Beinbruch ist halt häufig auch ein Todesurteil und deswegen versucht man gerade bei diesen tiergärtnerischen Anlagen dementsprechend solche Gefahrenquellen zu vermeiden. Ich war da jetzt nicht so wahnsinnig erfolgreich hier, aber gut, in unserem Spiel passiert den Tieren sowas ja Gott sei Dank dann auch nicht. So, Gelände noch ein bisschen bemalt. Jetzt packen wir noch ein bisschen Tierbeschäftigung rein. Bei den Giraffen gibt es da ja nicht so wahnsinnig viel. Dann noch ein bisschen was für die Gnus. Glücklicherweise eignen sich die Beschäftigungsgegenstände für die Gnus auch ganz genauso für die Thompson-Gazellen, sodass wir da dann nicht doppelt oder nochmal irgendwelche neuen Sachen dann einbringen müssen. Wir haben auch wieder eine natürliche Wasserquelle, damit wir diese Wasserspender nicht hier reinsetzen müssen. Das ist auch was, wo ich immer darauf achte, dass man irgendwo zumindest eine kleine Pfütze hat oder was auch immer, dass die Tiere halt was trinken können. Ich mache das gern auch immer, vielleicht hat sich der ein oder andere von euch schon die Frage gestellt, warum ich eigentlich immer Schmutzwasser mache und nicht schönes, klares Wasser, kaltes, klares Wasser. Ja, ich sag ja, ich habe einen Clown gefrühstückt heute. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Warum ich immer Schmutzwasser benutze? Ich finde, es sieht natürlicher aus.
Gerade wenn man so eine natürliche Wasserquelle hat und jetzt kein künstlich angelegtes Wasserbecken. Hätte ich hier ein künstlich angelegtes Wasserbecken mit Abfluss und so weiter und so fort, hätte ich natürlich auch machen können. Dann würde es Sinn machen, wenn ich klares Wasser reinfülle. Aber da ich jetzt hier eine natürliche Wasserquelle habe, die nicht ständig abgelassen wird, ausgespült wird und abgeschrubbt wird und wieder frisches Wasser eingelassen wird, dachte ich, macht es mehr Sinn, wenn es dann tatsächlich Schmutzwasser ist. Und den Tieren im Spiel ist es auch egal, ob das Wasser sauber ist oder ob schmutzig ist. Solange ihr nicht Franchise spielt und solange ihr eingestellt habt, dass generell das Wasser immer sauber ist und es sich nur um die Schmutzwasserfarbe handelt. Ansonsten haben die Tiere natürlich schon ein Problem, wenn sie schmutziges Wasser trinken. Aber wie gesagt, den Tieren ist es in diesem Fall tatsächlich egal. Und ich finde es einfach optisch wesentlich schöner, wenn wir hier eben dieses Brackwasser mehr oder weniger da drin haben. Ja, aber damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Die Tiere können jetzt einziehen und wir schauen uns das Ganze jetzt nochmal belebt an. Dazu werde ich euch wieder allein lassen mit ein bisschen Musik. Genießt die letzten Momente hier zusammen mit unseren Giraffen, den Streifengnus und den Thomson-Gazellen. Hier auch nochmal die Erinnerung, wenn es euch gefallen hat und ihr habt nach meiner ersten Aufforderung den Like-Button noch nicht gedrückt, dann drückt ihn genau jetzt und abonniert meinen Kanal, damit ihr die nächsten Episoden aus Bahati Zoo, Bahati Park, jetzt musste ich tatsächlich überlegen, nicht verpasst. Vielen Dank fürs Einschalten, bleibt gesund, passt auf euch auf und schaltet auf jeden Fall nächste Woche dann auch wieder ein, wenn die nächste Episode wieder auf dem Kanal von Skilla erscheint. Bis dahin, alles Gute, ciao!